Bonsoir. Ich frage mich, ob ihr... Nicht schon wieder. Gut gemacht. Wartet. Verdammt, kommt wieder zurück. Langsamer. Wartet. Jetzt müssen... Ja. Wir kommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed erstmal. Aber, ja, drüber. Mein Gott. Ja, wir wollten herausfinden, wer Maribo. Ich habe nur ein paar Fragen. Mirabo heißt er, getötet hat. Und dann hat uns der das eine Ratsmitglied auf den Apotheker hingewiesen und wir müssen ganz schnell das, die Entfernung zum Ziel verringern. Reicht's dann mal, mein Gott. Jetzt hat man gleich wieder desynchronisiert und rascht dich aus. Wo ist er denn? Er klettert gerade irgendwo aufs Dach, glaube ich. Ich glaube nicht, dass wir die ganzen optionalen Missionsziele schaffen. Weil, ja, das hätten wir, glaube ich, vorher schon machen müssen. Ein Aufzug vielleicht. Ich bleib mal einfach auf dem Dach, weil wenn er wieder hochkommt, dann kriege ich ihn. So über die Dächer bin ich ein bisschen schneller, glaube ich. Dann kann ich halt so Abkürzungen nehmen. Der ist da unten, also schnell runter. Komm, Anno, schneller. Scheiß Apotheker, ohne Witz. Nur weil er wahrscheinlich die Akonit Menge. Nein. Erwischt den doch. Arno, was machst du denn? Reicht's dann mal? Nein. Der springt immer ins Leere. Ich muss wahrscheinlich ganz nah an den ran. Jetzt, komm schon. Nein, was macht der denn? Boah. Der bleibt einfach stehen und dann rennt er in die andere Richtung. Jetzt aber. Jetzt habe ich ihn. Jetzt reicht's. Mann. Rennt er einfach weg, der Sack. Oh, bitte. Ich habe es keinem erzählt. Genau wie ihr wolltet. Wovon redet ihr denn da? Ihr gehört doch zu diesem anderen, oder? Dem mit der Kapuze. Erzählt mir von diesem anderen. Wer ist er? Ich weiß es nicht. Ich sah nie sein Gesicht. Ja! Er drohte mich zu töten, wenn ich ihm das Gift nicht gebe. Ich stellte keine Fragen. Ja! Ich habe nur eine kleine Menge auf Lager. Er hat alles genommen und mir gesagt, wo die zweite Dosis hin soll. Na toll. Zweite Dosis? Hier! Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es! Mann. Verschwindet. Seht es als wunderbare Geschichte, um einst eure Enkel zu erschrecken. Nun? Du hattest recht. Er gab unserem mysteriösen Mörder das Gift. Und er sagte, der Mörder trug eine Kutte. Genau wie ich. Tja, in jeder Geschichte gibt es Licht und Schatten. Wenn wir von innen verraten wurden... Erklärt das, warum man es mir anhängen wollte. Hier. Dorthin lieferte der Apotheker seine Waren. Worauf warten wir noch? Ja, Elise ist mal wieder total voller Tatendrang und deswegen würde ich sagen, machen wir auch direkt weiter mit unserem schönen Spiel. Geht's direkt weiter nach da hinten irgendwo. Jetzt geht's wieder ins Hauptmission suchen hier. Die heißt die Konfrontation. Ja, wir müssen den Mörder finden und deswegen können wir eine Schnellreise nach darüber machen. Dann sparen wir uns wieder die Laufstrecke, was auch wieder total praktisch ist. Ja. So, dann machen wir wieder unseren obligatorischen Heuhaufensprung und dann ist die nächste Hauptmission direkt hier um die Ecke. Nämlich da hinten unten. Und ja, dann hoffen wir mal, dass wir Mirabos Mörder erwischen.
und überführen können. Ja, schauen wir mal, was jetzt so ansteht. Die Konfrontation. Los geht's. Fremder Ort. Was hoffst du hier zu finden? Der Apotheker sagte, hierhin hätte er sein Gift geliefert. Ich hoffe, ich kann die Fährte aufnehmen und sie dann zu ihrer Quelle zurückverfolgen. Fährte aufnehmen? Bist du jetzt ein Bluthund? Sowas in der Art. So. Die Spur untersuchen, die geht einmal im Kreis außen rum. Achso, dann da weiter. Nach darüber. Dann schauen wir mal. Ich muss wieder aufs Adlerauge warten. Darüber und da hoch. Das sieht verdächtig nach Assassine aus. Einfach so die Wand hoch. Die Spur endet hier. Bist du sicher? Ganz sicher. Nein. Warte hier. Mach dich nicht lächerlich. Ich lass dich da nicht allein reingehen. Elise. Ich muss das hier allein machen. Bitte. Ich verstehe. Vergiss nicht zurückzukommen. Wir doch nicht. Wir sterben höchstens 2-3 Mal, aber wir kommen immer wieder, also. Daran liegt nichts Problem. Sei vorsichtig. Wir müssen da hoch. Und dann den Kollegen Mörder finden. Der meinte, er müsste Mirabeau umbringen. Was absolut nicht nett ist. Ja, hier geht's dann weiter hoch. Und dann darüber. Darüber. Und dann steht da jemand. Und das hat lange gedauert, Pisspot. Belek. Ich hätte wissen müssen, dass du mich finden wirst. Die Frage ist nur, was geschieht nun? Du hast Mirabeau vergiftet. Er vergiftete uns. Frieden mit den Templern ist nur ein Armenmärchen. Und du bist der Einzige, der die Bruderschaft retten kann? Glaubst du etwa, das geschieht zum ersten Mal? Das erste Mal, dass die Assassinen ihre Führung eliminieren mussten? Das erste Mal, dass der Orden sich wieder neu erschuf, aus dem Nichts zu neuer Macht? Nein. Masyaf, Montiregioni, die amerikanischen Kolonien. Es ist alles schon passiert. Und wir stiegen wieder auf, stärker als zuvor. Aber nun, wir vergaßen unsere Ziele, Arno. Verstrickten uns in Politik und Revolutionen. Doch wir sind keine Nation. Wir sind eine Armee. Und in einer Armee nennt man Frieden mit dem Feind auch Verrat. Und nein, ich bin nicht der Einzige, der die Bruderschaft retten kann. Wir können. Gemeinsam. Belek. Du weißt doch, dass das nicht geht. Bedauerlich. Will er uns tatsächlich... Belek, weg! Komm zurück zum Rat mit mir. Wir können das regeln, doch wie vernünftige Männer. Hoch mit dir! Vernünftige Männer paktieren nicht mit Templern, Bursche! Schon wieder gegen Belek kämpfen. Nur diesmal... Ein sturer kleiner Bock bist du, oder? So sagt man. Komm! Nein!
Ja. Schmetterschlag haben wir gar nicht geskillt, also können wir das auch nicht schaffen. Aber okay. Ich hatte Hoffnung für dich. Ich dachte, du könntest selbstständig denken. Ich kann, Belek. Ich denke nur nicht so. Jetzt geht's eine Etage tiefer weiter. Öffne die Augen, Bursche! Ich sah, wie Templer ganze Dörfer abschlachten ließen, nur um einen zu töten. Einen Assassinen! Sag mir, bei deiner enormen Erfahrung, was hast du gesehen? Ich sah, wie der Großmeister des Templerordens einen verängstigten Weißen aufnahm und wie einen Sohn großzog. Ja, wir. Dein Vater würde dich schämen! Wow, okay. Scheiße, ich sehe wieder nichts. Pariert los. Mann, Belek, was soll denn der Scheiß? Nein! Doch schon Baby verrückt. Ja. Wow. Arno! Alles gut. Bleib da. Wo ist der hin? Ich hätte dich in der Bastille verrotten lassen sollen. Sag mir, hast du jemals an das Credo geglaubt? Oder warst du schon immer ein verräterischer Templerfreund? So muss die Sache doch nicht enden, Belek. Du bist es, der es so enden lässt. Würdest du verstehen? Wir könnten die Bruderschaft so weit bringen, wie wir es seit 200 Jahren nicht gesehen haben. Ja, jeden zu töten, der nicht deiner Meinung ist, ist die beste Art, sich aus der Asche zu erheben. Du spinnst doch. Pass auf! Da ist er. So ist des Pudels Kern. Nicht Mirobo hat deinen Verstand vergiftet, sie war's. Sie ist das letzte Teil dieses verdammten Wahnsinns. Belek. Dafür wirst du mir danken. Eines Tages. Das war der Phantomtiger. Der hat erst halt uns gegeben. Zeit ist zu beenden! Mache, wir müssen töten. Du hättest deine Chance, Piss. Ich seh nix. Geh auf. Ich seh nix. Die Kamera ist doch so. Jetzt seh ich noch weniger. Ist er wieder weg. Scheiße. Hinter dir! Scheiße. Was? Kam der einfach... Was muss ich dann machen? Wegrollen wahrscheinlich, denke ich mal. Ich denke, ich muss mich wegrollen, glaube ich. Upsala. Da kam er einfach von der Decke runter. Kollege Belek. Zeit ist zu beenden! Du hattest deine Chance, Piss! Na, hör doch auf mit deinem... Du hattest deine Chance, mit deinem Schmetterschlag, jetzt reicht's. Zeit ist zu beenden! Jetzt, auf.
Jetzt kommt keine. Doch, ich bin hier auch kommen. Da ist er ja. Schon wieder, diesmal kann man nicht hochbogen. Mann, das war ja mies. Da kann man einfach von der Decke runter. Jetzt zum Glück nicht mehr. Zu Ende. Die Frage ist, können wir wählen oder müssen wir ihn töten? Gut gekämpft, Bisbot. Jetzt bist du Manns genug, es zu beenden. Beende es! Ja, ich muss wohl. Merci, mon ami. Du sollst doch halt zu deinem Sohn zurückkehren, nicht wahr, Pisspot? Du hast das verloren. Na. Gott verdammt mich. Dann wollt ihr es durchziehen. Euer Protégé bürgt für sie. Vertraut ihr ihm nicht? Bis zum Tod, doch ich trau dem Weib nicht. Kann ich euch nicht überzeugen? Ich fürchte nicht. Dachte ich mir. Chen. Chen. Ah ja, das wird mir ja schon. Repos en paix. Ja, Belek war der Mörder von Mirabu. Und jetzt können wir wieder zu Elise. Und gehen. Und dann haben wir es geschafft und haben Beleks Meisterassassinenmontur bekommen. Die schaue ich mir doch gleich mal an. Weil wenn die gut aussieht, dann kann ich die zumindest euch mal zeigen. Naja. Da finde ich die von Edward schon mal mega besser. Und die finde ich irgendwie, naja, finde ich hässlich. Wir bleiben so im Edward, jetzt sage ich schon wieder Edward. Wir bleiben so im Arnaud-Style. Und schon wieder irgendein Bischof gedöns. Verdammte Scheiße. Tut mir leid, dass ich stören muss, aber es gibt noch mehr Ärger. Bischof, bist du da? Ich höre es. Du weißt, was zu tun ist. Ich öffne eine Brücke. Weißt du, Deacon, ich glaube, Abstergo ist immer noch sauer wegen deines Jobs letzten Monat. Was du nicht sagst. Okay, die Brücke ist offen. Los. Man kann wohl nicht in Abstergo diesen Daten rumschnüffeln, ohne Staub aufzuwirbeln. Wir haben nicht nur geschnüffelt. Wir haben Daten gestohlen, Vorläuferproben zerstört und ein paar Server gecrashed. Das sollte reichen. Ja, und wir müssen schauen, dass wir abhauen. Weil, sonst werden wir gelöscht. Und, das wäre nicht so toll. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Bin mal gespannt, wo wir jetzt wieder landen. Ob wir wieder in der Belle Epoque landen oder woanders. Ich denke mal woanders. Bin ich mal gespannt. Ausgang aus der Kanalisation finden. Ach, da wären wir wieder. Zurück im alten, ungeordneten Code.
Dieses Mal liegt das Portal über dir. Ein paar hundert Meter. Ah ja. Wenn sonst nichts ist. Was ist hier los? Panzer. Hilfe. Das Gesetz verwies 1954. Ach du Schande. Zweiter Weltkrieg. Okay, du darfst nicht lange hier bleiben. Unvollendete Erinnerungen sind zu gefährlich. Du musst einen Ausgang finden. Oh oh. Ich führe dich so gut es geht. Ungut. Komme ich da nicht durch? Wie komme ich da rein? Einfach drüber klettern, alles geht nicht. Jetzt werde ich gleich. Achso. Ich muss einfach nur hier warten. Und jetzt? Ich habe den Eiffelturm. Ach, hier geht's drüber. Hab ich gar nicht gesehen. Und jetzt müssen wir hoch. Wow. In Assassin's Creed den Eiffelturm hochklettern. Das ist alles scheiße, Mann. Ein bisschen Besuchscheinwerfer. Müssen wir nicht zu lang verweilen oder am besten gar nicht. Darüber, zumindest laut Kameraführung. Ach, du Scheiße. Was? Was? Wo jetzt hin? Hoch, nehme ich mal an. Was? Da drüben nehme ich mal an. Geht's weiter hoch oder doch nicht? Doch da. Und auch hier. Und auch. Boah, da ist ein Elektrofeld, da sollte ich vielleicht nicht reinklettern. Leiter, dann nehmen wir die nach weiter oben und dann geht's da rein und ja, ich hoffe mal, wir kriegen das hier so hin. Weil ich es gar nicht geblickt habe. Ja. Das war das Flugzeug. Noch eins, oder? Es kommt also noch mehr. Ich weiß bloß nicht wo. Oder wann? Aber das Flugzeug ist eigentlich erledigt. Hängt das Spiel oder also das Spiel im Kleinen? Nein, ich glaube, ich muss die zweite hochklettern.
Was steht da? Deutschland siegt auf allen Fronten. Naja, ganz so war es ja dann eher nicht. Was hängt hier? Zeppelin. Deutscher. Also Nazi-Zeppelin. Hängt da. Oh. Oh oh. Da oben ist das Portal. Dein Ausgang. Beeilung. Na, Glückwunsch. Also den Eiffelturm hoch. Aber ich würde sagen, der Part hier geht auch schon wieder lang genug. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.